Gut, heute machen wir normal weiter. Also theoretisch normal. Ich habe momentan die Piratenrüstung an, weil er sonst ganz große Probleme hat. Ich muss ihn auch einmal niederklüppen und den Vergessenzauber anwenden, weil er hatte, egal was ich anhatte, Probleme, auch wenn ich mit Unterwäsche zu ihm gegangen bin. Okay, das würde mich jetzt nicht verwundern, dass er deshalb auch Probleme mit hat. Aber er war noch ein bisschen, ja, nicht resettet, weil ich ja die Banditenrüstung nämlich mal an hatte. Und dass er mich dann umnieten will, weil ich in Unterwäsche vor ihm stehe, kann ich auch irgendwie verstehen, ja. Kurz testen. Lassen wir das. Genau. Ich wollte jetzt nämlich hier weitergehen zu dem Tempel erstmal. Bei dem anderen müssen wir mal gucken, wegen dem Troll und so. Mache ich aber auch nochmal. Vielleicht direkt danach oder in der nächsten Folge. Je nachdem, wie lange das hier noch dauert. Ist hier was Besonderes? Nee. Und den Sockel für den Teleporterstein. Teleportstein? Müssen wir auch noch finden. So, ich würde mal sagen, das sind ja die anderen Scavenger. Und wir machen erstmal die Goblins. Ja, genau, die Goblins. Ja, schön, schön im Gras. Passt doch. Beide gleichzeitig. Natürlich. Ist ja gar kein Problem. Lena? Die hat eine Axt. Also rostige Schwert hatten sie noch im Inventar, aber eine Axt. Und nicht sonst was anderes. Die Goblin-Krieger. Weiß es nicht mehr. Ja, okay. Fleisch habe ich noch immer nicht gegrillt. Ich habe da so ein paar Millionen Stückchen. Die ich irgendwann noch machen. Als meine Heiltränke alle gehen. Wo geht's denn hier hin? Das ist ein Pilzlager. Heilpflanzen, Butlerfleisch und Dunkelpilze. Hm. Okay. Da noch was? Nein. Ja, da war ein Pilzlager. Und hier meine Spruchrolle oder so? Ihr wisst doch, Spruchrollen. Kann es gar nicht oft genug sagen. Dann wird die noch weg. Gucken, ob hier auch... Das ist ein Minecrawler. Von weiter weg sehen sie aus wie Spinnen. Das müssen die Minecrawler sein. Aber vielleicht sind die hier auch ein bisschen anders. Wenn ich hier stehe, fallen die da runter. Ja. Na, okay. Nicht alle. Ich muss auch mal testen. Der Ork hat sich einfach von der Brücke gestürzt, als er mich gesehen hat. Vielleicht reicht hier meine Aura auch aus. Nachher falle ich hier runter, ich sag's euch. Ich mach's ordentlich, ich mach's ordentlich. Nervzusammenbruch bekommt, ne? Muss erstmal da hinkommen. Hm? Ja. Okay. Fangen wir dann mal von vorne an. Gar kein Problem. Überhaupt kein Problem für mich. Übung macht den Meister. Sag mal, wie blind bin ich denn? Oh Gott. Ja, jetzt sterbe ich auch nochmal, weil ich nett vorbereitet war. Jetzt stirbt er auch noch. Er hat keine Waffe. Er boxt. Das kann ganz schön krass zu boxen, der Typi. Alter. Okay, gut. Also wenn man zu unserem Sockel geht, den ich gerade durch Zufall, den habe ich vorher gar nicht wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ich habe es gerade nur wahrgenommen, weil der Schatten da so ein bisschen so hin und her gebackelt hat. So, so sieht man ihn nicht so gut. Und wenn man, je nachdem, wie man sich dreht, so sieht man ihn besser. Okay, wenn ich da hingehe, wacht der auf. Der Schattenläufer. Also machen wir erst den Schattenläufer. Ich weiß nicht, ich weiß sein Angriffsmuster gar nicht. Oh Gott, jetzt muss ich eingreifen, oder? Kann ich ihn anvisieren, den richtigen anvisieren? Jetzt sehe ich wieder nichts. Ach komm, bist du dumm oder so? Dieser Typ ist doch nicht ganz so helle, oder? Manchmal. Ja, so muss man es den Biestern geben.
Der ist auch gerade fast verreckt. Hast du aber nochmal Glück gehabt, Freundchen. Zähne, Horn, Fell, Krallen, rohes Fleisch. Na, das war meine Ausbeute. Was ich alles kann. Boah, Stress. Ich wollte ganz entspannt das machen. Ja, okay, wenn man die Sockelleiste nicht sieht, sieht man die Sockelleiste. Nicht Sockelleiste. Den Sockel. Sockelleiste ist was anderes. Das, was man nicht sauber macht. Selten. Wo sich so gerne Staub sammelt. Ja, okay, gut. Dann haben wir auf jeden Fall den Schattenläufer beseitigt, der hier noch offen war. Dann sind nur noch die Skelettchen übrig und der Troll. Ich weiß ja nicht, aber wenn er schläft, müsste er sich ja heilen. Naja. Okay. Dann einmal zurück. Ich würde es ganz gerne einmal geklärt haben mit Mr. Meridanum. Darion? Nah dran. Ist er das wirklich? Ja, das ist er aber auch, ha? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Danke. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Mhm. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Danke. Okay, das heißt, die Sachen hier bei ihm sind jetzt definitiv erledigt. Na, da haben wir sogar heute eine Quest erledigt. Hätte ich ja kaum gedacht. Zum Tempelportal. Wo kam ich raus? Glück steht es da. Ja, natürlich zu dem letzten, ey. Ja, okay. Ich frage mich noch immer, ob nur ich die Dinger sehe. Dann andere Sache. Machen wir das, was ich eigentlich machen wollte. Ich würde mich nochmal ins Bettchen legen, damit sich meine Lebensleiste auffüllt. Wir müssen nämlich nochmal alles machen. So gut vorbereitet bin, wie immer. Gar kein Problem, aber wer weiß, ob ich sonst heute den Sockel gefunden hätte. Weiß man nicht. Ich habe immer Angst, dass er mich angreifen will, weil er manchmal so ein kleines Problemchen mit mir hat. Kann ja sein, aber ich kann nie wissen. Machen wir jetzt nochmal die Goblins. Ist er eigentlich jetzt voll? Ja. In welchem Bett hat er denn geschlafen? Wenn ich in dem Bett lag. Ja, ich glaube, nee, das führe ich jetzt nicht weiter aus. Ich will vielleicht... Er wollte einfach mit mir kuscheln. Ich glaube, so ist es. Er wollte mit mir kuscheln. Der ist so die ganze Zeit alleine. Da braucht er auch mal Nähe. Menschliche Nähe. Ist auch einfach kalt und er brauchte Körperwärme. Es gibt ja nur ein Doppelbett. Es war, glaube ich, auch im Männerhof, das Doppelbett. Also zumindest habe ich jetzt eins gesehen. Ansonsten stehen einfach Einzelbetten halt. Nee. Ich werde mich verkackert. Eine Goblin hier. Der hat jetzt nämlich schwer gekämpft, der andere mit der Axt. Gut, nochmal kurz hier in die Ecke. Ich hab gedacht, ich hab was gehört. Es war das Feuer. Pilze und so einsammeln und Heilpflanzen. Heilpflanzen habe ich über 200 Stück, habe ich vorhin gesehen, als ich mal im Inventar war. Hier ist ein Loch. Kann ich da durch? Geht's denn dahin? Muss echt. Also, wenn ich in Korinnes dann wieder zurück bin, werde ich mich auch mal um sowas kümmern. Ich muss jetzt noch einmal nochmal die Stufe steigen, dass ich die andere Sprache lernen kann. Also die nächste Stufe. Ja. Und dann kann ich mal Punkte vielleicht auch für Alchemie oder so ausgeben. Das würde ich ganz gerne mal auch ausprobieren. Habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Ich kann ja nur kippen oder Alkohol herstellen. Ich weiß, das Wichtigste, aber trotzdem. Es gibt ja noch so diverse andere Dinge. Jetzt brauche ich sie ja nicht runterstürzen lassen. Oh, hier nicht so komplett. Jetzt was machen, aber gut zu wissen, wenn man angreift, aufpassen, man kann runterstürzen. Da sind noch drei. Ich speichere jetzt, sonst müssen wir wieder von vorne anfangen.
Ihr wisst, bevor ich hier wieder so ein Jumping... Punkte wieder für so einen Stunt haben möchte. Es gab nur an der einen Stelle Punkte fürs Runterspringen. Schade. Ich weiß, es ist eine Anspielung. Aber ich weiß nicht genau, worauf. Aber ich weiß, es ist eine Anspielung, aber ich weiß nicht, wofür. Habe ich auch ehrlich gesagt, wollte ich gucken. Habe ich noch gar nicht gemacht. Das fiel mir nur jetzt wieder ein. Ich höre was knurren. Da oben. Eine Katze, die sich nicht mehr traut, vom Schrank runterzukommen. Und wieso fällt die Sumpfratte jetzt nicht runter? Ich sag euch jetzt gleich, ist sie unten, während ich hier die Sachen einsammle. Das Snapperkraut und so. Ich habe auch woanders noch gar nicht. Ich muss auf den Sumpf, muss ich ja noch komplett looten. Aber da muss ich ja eh noch hin. Und in Korinnes und so auch. Und das Minental ist noch voller Orks. Vielleicht mache ich die auch irgendwann. Das sind zwei Sumpfratten. Beide wollen nicht runter. Okay. Hätte ich ja noch mehr Pflänzchen, wenn ich dann mal die anderen Sachen ordentlich loote. Heuschrecken. Die mag ich am liebsten in den Köpfen. Mich noch immer, wo ich das gelernt habe. Außer es zählt zu den Hörnern. Das hatte ich ja die Vermutung gehabt, weil ich ja die Hörner sammeln kann von Schattenläufer. Das Köpfe halt mit dazu zählt. Keine, weiß ich nicht. Kann ja sein. Weil es mich noch immer irritiert, weil ich ja von keinen anderen Viechern die Köpfe mitnehme. Es gibt später noch eine Aufgabe dafür. Es kann ja sein. Sammle 50 Köpfe. Das wäre aber eine Aufgabe für mich, sage ich euch. So, die Zangen, die ich einfach sammle, weil man kann's. So, dann die Sumpfratten. Lass sie mal hierher kommen, weil nicht, dass ich gleich runterfall. Das hat mich eine neue Kombi noch gar nicht gewohnt. Ich glaube. Ich glaube, ich mache wieder links, rechts. Ja. Wegen dieser Drehung. Ich sehe, ich falle gleich runter. Deshalb speichere ich lieber vorher. Schön, ne? Ich wollte gerade anfangen zu singen. Ich kann nicht singen. Ah. Na. Mein schwebendes Kreuz. Ich wundere das echt, in Korinnes ist es mir nicht aufgefallen bei den Sachen, die da vergraben waren. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Alte Steintafel. Und noch eine Spruchrolle, die schwebt auch. Weil es eine Spruchrolle ist. Feuer. Feuerring. Ich habe gedacht, davon soll es nicht so viel geben. Dann kann ich dir mal verplimpern. Vielleicht bei so ein paar Goblins. Ich glaube, das gewinnt sich auf jeden Fall. Wie viel gibt's denn noch von den Minecrawler? Hier müsste es noch ein paar geben. Geht's da hinten? Nee, da habe ich schon geguckt. Dann geht's ja eigentlich nur noch. Oh. Da was? Ja. Gibt's hier ein paar Steinwächter. Auf jeden Fall Pflänzler. Hier, das ist Tal. Ich habe immer gedacht, das soll das Gebirge sein. Es ist beides bei den Schlängeln. Bei mir ist es das Schlangengebirge, weil das Tal so schlängelig, so schlangenförmig sich da so durchzieht mit den Linien. Finde ich. Wie gibt's denn davon? Dann, es war, also bis jetzt fand ich den Feuerteufel am schlimmsten. Der war in dem ersten Tempel, den ich hatte. Bei der Bibliothek. Ich glaube, es war die Bibliothek. Oh Gott. Weil die sind ja nicht so schlimm. Also die fand ich vorher auch nicht schlimm. In Korinnes gab sie doch auch schon irgendwo. Also wenn man halt guckt, was sie machen. Nicht wenn man auf loshaut. Komm. Ah, das hat noch nachgezuckt. Cool. Dann geht es aber hier gleich relativ fix.
Außer da kommt gleich noch ein Rätsel. Rätsel gibt's ja gar nicht. Also gibt's auch, wenn du überlegen musst, was du machen musst. Ohne zu googeln. Nein, andere gibt's ja nicht. Außer man muss wieder Ewigkeiten irgendwas suchen, wo man irgendwas, weiß ich nicht, drücken soll, hereinpacken soll. So wie ich werde niemals vergessen, wie lange ich bei dem Portal gebraucht habe. Wahrscheinlich gibt es auch mehr solche Sachen, die ich einfach noch nicht sehe. Ja. Ich würde schon wieder diesen anderen Angriff nehmen. Mit dem komme ich ja noch nicht zurecht. So, ein paar Dunkelpilze. Ich finde es auch cool, dass hier wieder eine andere Musik ist. So. Finde ich gut, dann weiß man so, das passt. Dass sich das so wechselt, je nachdem, was hier gerade Phase ist. Denn noch was, bevor ich an die Truhe gehe? Gerade auf den Moment, wo man an irgendeine Truhe geht und dann taucht hier irgendwas auf. Blaue Steintafel. Schön. Und Dietrich. Noch besser. Okay, es sind Fledermäuse. Fledermäuse habe ich gerade gehört. Die haben herumgeflattert. Sind herumgeflattert. Aha. Das heißt, den Tempel haben wir. Dann bleibt nur noch das beim Troll übrig. Ist hier noch was? Das war's. So, dann heißt es, wir haben das Loch. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Lust auf den Troll. Deshalb würde ich erstmal in das daneben gehen. Auch da unten, wo die anderen zwei Schätze noch vergraben sind. Das würde ich jetzt erstmal machen. Und danach würde ich den Troll machen. Ich will den Troll gerade nicht machen. Da habe ich einfach gerade keine Lust drauf. Ich muss auch noch überlegen, wie ich den mache. Ich kam an das Popochen da nicht so gut ran. Muss nochmal gucken. Ich will auch ehrlich gesagt, ich habe zwar einmal Monster schrumpfen, aber ich habe nur eine und die möchte ich ungern gerade einsetzen, weil ich habe das Gefühl, ich brauche die bestimmt für irgendwas noch Schlimmeres. Weil bis der Troll zuhaut, dauert es ja eine Weile. Deshalb möchte ich das gerade ungern irgendwie dafür ausgeben. Und ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, weil es doch so limitiert ist. Wenn ich nur eine habe... Weil von den anderen, die ich so sinnlos verschwende, also nicht in meinen Augen, aber dann habe ich ja dann wenigstens noch was in meinem Inventar übrig. Aber die habe ich halt nur einmal, deshalb möchte ich die gerade nicht so unbedingt verwenden. Ich habe gerade überlegt, ob ich da hochgehe. Ah, dann haben wir das auf jeden Fall mit dem Teleporterstein geklärt. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber und da drüben bin ich noch gar nicht lang gegangen. Ich glaube, da waren auch noch irgendwelche Tierchen, nennen wir es so Tierchen. Zum Beseitigen. Ich frage mich noch immer, wo der Ork ist. Also die würden es nicht überleben, aber es wäre cool, wenn er probiert, wenn man so Schreie von da unten hören würde. Das wäre lustig. Aber ich habe gelesen, er meinte, der hüpft öfter mal darunter. Müsste man halt was an seiner Persönlichkeit ändern. Wenn man so eine Aura hat, dann kann das schon passieren. Aber es ist auch das erste Mal, dass mir was von der Brücke gehüpft ist. Laris wollte einmal runterhüpfen, das ist schon länger her. Er hat sie aber noch gefangen. Eine Überzeugungsarbeit. Aber ansonsten hatte ich das bisher so noch nicht wahrgenommen. Genau, hier war noch Sumpfratten. Bin hier noch gar nicht lang gegangen. Dann sammeln wir die Sachen hier noch ein. Oh, eine Kiste. Waren nur zwei alte Steintafeln. Ich müsste eigentlich jetzt richtig viele haben für Vatras. Ich war da Ewigkeiten nicht mehr. Ich muss aber eh zu Vatras, wenn wir zurückgehen wegen den Vermissten. Ich habe die ja dahin geschickt zu ihm. Und ich will mir halt die Infos abholen. Zwar steht manchmal nichts da. Also ich weiß gar nicht, ob jetzt was im Tagebuch steht. Aber zum Beispiel das mit Lucia ist ja auch abgehakt. Aber ich muss das Eldritch erzählen. Und ich wette, es geht, nur weil es nicht da steht, heißt es ja nicht, dass es nicht geht. Oder dass es da irgendwas, dass es da keine Reaktion geben würde, irgendeine Dialogoption oder so. Aber die alten Steintafeln sammeln sich schon bei mir.
Da sind noch ein paar Sumpfratten. Gehen wir mal bis zur Brücke. Ich weiß nicht, ob mich gleich wieder Orks begrüßen. Danach. Und von der Sumpfratte. Bis jetzt sehe ich noch keine Orks. Wir waren nämlich 4. 2 Orkkrieger und einmal der Schamane. Die ich gut mit hier Reichweitebedenken erledigt habe. Weiter. Teilpflänzchen. Irgendwann esse ich die so. Das habe ich bestimmt auch schon mal. Weil ich nichts anderes dabei hatte. Snapper gibt's auch noch. Nein, oder? Warum sind die denn hier überall? Wie kriege ich die denn weg? Okay, da muss ich mir wirklich was einfallen lassen, wie ich die Trolle beseitigen kann. Ich habe da noch welche in Corinnes. Da ist auch noch so ein Beige-Farm dabei. Born. Wenn der Name jetzt stimmt, warum merke ich mir so random Namen und andere Namen nicht? Ich weiß es nicht. Also wenn der Name jetzt stimmt, ich weiß es nicht. So ein Typ, der sägt. Der irgendwie Proviant. Für den hatte ich Proviant besorgt gehabt. Warum merke ich mir so ein Bullshit und andere Sachen nicht? Naja, okay. Die Snapper würde ich wegmachen und dann muss ich... Ach, da oben sind auch noch welche. Machen wir erstmal die Snapper auf der Seite weg. Ja. Hoffentlich geht... Speichern. Der Troll hat theoretisch nicht so einen großen Radius, wo er direkt losrennt. Hüpft. Stampft. Er läuft ja mit den Armen so. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Zack, wart noch auf den Drachensnapper, Leute. Alter, Heilige. Heilige. Okay, ich habe gespeichert, nicht? Hier komplett überfordert, was oder wen ich anvisieren soll. Muss schon, was mache ich? Wieso die zwei, mein Lieber? Willst du mir das mal sagen? Weil ich statt W2 gedrückt habe, ich weiß. Was ist los? Hier, komplett. Okay. Haben wir die Snapper erledigt, die hier sind? Da hinten ist noch ein Troll. So habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Eigentlich wollte ich erst die eine Seite und dann die andere Seite machen. Habe ich jetzt alle? Habe ich alle Zähne und Krallen? Da hinten sind Grashüpfer auf jeden Fall. So, der Troll bleibt erstmal noch stehen, bis ich mir was dafür überlegt habe. An das Puppürchen komme ich vielleicht gleich daran. Muss ich herausfinden, ob es wirklich so viele Schrumpfenrollen gibt. Das weiß ich natürlich nicht. Ich müsste an sein Popöchen ran. Da, wo er sich gerade kratzt. Aber der kratzt sich am Popo. Der andere Troll hat sich woanders gekratzt. Wollt ihr mal sagen. Je nach Manieren. Gucken wir mal hier weiter, was da noch kommt. Den Grashüpfer würde ich auf jeden Fall auch noch wegmachen. Ist da noch ein Tempel? Ist da 3 Tempel? Es sollten nur noch 2 übrig sein. Ich weiß nicht, weil da unten sieht wieder aus so wie Tempel, das Gebäude. Ich habe gedacht, bei dem einen Troll, wo ich das noch nicht weggemacht hatte, dachte ich, da wäre noch ein Tempel. Und da hoch? Da glaube ich nicht, da nicht. Dann geht es da weiter. Und ich glaube, da geht es zum nächsten Tempel. Sieht für mich so aus, was mich aber wundert, weil ich gedacht habe, bei dem einen Troll... In der letzten Folge wäre ein Tempel gewesen. Aber das da unten könnte auch ein Tempel sein. Okay, dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Mit dem Tempel. Ich hoffe, ich will dieses mit dem Beschwören, wenn es geht, als letztes machen. Machen wir hier weiter und vielleicht die Trolle ansonsten später. Ich brauche dafür einen Plan. Aber es war mir wie immer inneres Blumenpflücken. Ciao.